Wir haben es am Intro schon gesehen, um was es geht, um Photovoltaik, um Sonnenenergie, wie ich die sinnvoll nutzen kann. Und auch in meinem privaten Umfeld ist das ein Riesenthema, bei Ihnen wird es ähnlich aussehen. Aber eine Frage wird mir immer wieder gestellt, wie kann ich Sonnenenergie denn zeitversetzt nutzen, also speichern und dann eben die Sonnenenergie, auch wenn ich tagsüber gar nicht zu Hause bin, vielleicht abends nutzen. Das geht natürlich mit riesengroßen Photovoltaikanlagen, mit riesengroßen Stromspeichern, die dann zigtausende von Euro kosten, aber es geht auch mit kleineren Anlagen, mit Fensterbank, Solaranlagen oder auch mit mobilen Solarpanelen auf jeden Fall auch mal Sonnenenergie speichern. Und vier dieser Anlagen haben wir heute wirklich für jeden was dabei hier in dieser Sendung. Ingo, und das ist ja gerade das Erste, ist ja genial, dass ich meine Fensterbank, die ja allerhöchstwahrscheinlich 99,9% haben, ja, dass ich die nutzen kann, um, wie wir hier sehen, Sonnenenergie aufzufangen und gleichzeitig zu speichern. Ja, man guckt ja immer, man sieht ja überall diese Solaranlagen, die schießen ja wie Blumen aus dem Boden raus hier im Moment. Überall sieht man mehr und mehr Solaranlagen und man fährt da mal vorbei und denkt, die sind bestimmt ganz schön clever, aber das ist, erstmal habe ich den Platz nicht und dann ist es tierisch kompliziert. Ich brauche da einen Energieberater, ich muss alles berechnen lassen und dann mit dem Lieferdatum und Verfügbarkeit von Handwerkern ist das immer so eine Sache. Die warten ja teilweise 8-9 Monate auf so eine Anlage. Jetzt haben wir hier eine Fensterbank-Solaranlage. Platz ist in der kleinsten Hütte, die können Sie selber installieren. Das heißt, Sie brauchen keinen Techniker, der Ihnen das erklärt, wie das alles funktioniert. Es wird einfach nur zusammengesteckt. Und dann haben wir hier eben jetzt platzmäßig, und das ist das Geniale hier an diesen Fensterbank-Solaranlagen, brauchen wir kein Dach, wir brauchen keinen Balkon, wir brauchen gar nichts. Alles, was wir brauchen, ist eine Fensterbank. Und den Platz hat wirklich jeder auch in einer Mietwohnung, wo man normalerweise gar nicht an Solarpanel denkt, weil man den Platz nicht hat. Hier kann man das eben machen. Das System ist sehr, sehr einfach. Aus dem Solarpanel geht ein Kabel raus. Das stecken Sie ganz einfach in diesen Energiekoffer, den wir hier vorne hinter das Fenster gestellt haben. Auf der Seite kommt er rein und dann können Sie auf der anderen Seite den Strom entnehmen. Ich zeige Ihnen mal, was da alles für tolle Anschlüsse sind. Wir haben natürlich die 230 Volt Anschluss hier in der Mitte, aber wir haben auch USB und noch 12 Volt Anschlüsse. Hier können Sie jetzt Geräte anschließen mit einer Gesamtleistung von bis zu 100 Watt. Wir haben hier mal einen Laptop angeschlossen. Das ist so eine typische Anwendung dafür, dass man einen Rechner anschließt. Der braucht so 70, 80 Watt, dieser hier. Wir haben das mal durchgemessen. Der kann jetzt solar betrieben werden. Und zwar umsonst, weil der Strom, den wir hier erzeugen, der kostet mich nichts. Ich brauche diesen Strom nicht an meinen Energieversorger zu bezahlen. Wir haben jetzt im Moment ein Sonderkontingent von diesen Fensterbank-Solaranlagen, was Sie dann eben auch noch zum speziellen Superpreis weiterbekommen. Wir haben zwei Varianten des Preises. Wir haben eine 19% Mehrwertsteuervariante und eine 0% Mehrwertsteuervariante. Die gilt für alle unsere Anlagen, die wir Ihnen jetzt vorstellen werden. Sie sehen also immer zwei Bestellnummern. Und wann Sie das machen können, ist im Prinzip auch sehr, sehr einfach, wenn man sich die Tabelle, die wir mal vorbereitet haben, hier anguckt. Ganz, ganz einfach hier. Ja, bei 19%, da sehen Sie, wäre mobiler Einsatz. Mobil heißt Camping, Bootshaus, Schrebergarten oder vielleicht auch ein Ferienhaus oder gewerblich genutzt. Aber jetzt wird es wichtig und das wird für die meisten in Frage kommen, die 0% Mehrwertsteuer dank Jahressteuergesetz. Und da dürft man es, wenn man es an privaten genutzten Wohngebäuden oder Wohnräumen anbringt, auch auf angrenzenden Objekten, Carport, Gartenhäuschen, Fertiggarage und insgesamt die Anlage, Ihre Photovoltaikanlage, 30.000 Watt Leistungsaufnahme in der Spitze nicht überschreitet, dann dürfen Sie mit 0% Mehrwertsteuervariante in der 0% Mehrwertsteuervariante bestellen und mal 19% noch zusätzlich gespart. Das ist natürlich ein Wort. Und Ingo, wir hatten es vorhin gesprochen, mehrere tausend Euro, teilweise fünfstellige Beträge für große Photovoltaikanlagen. Da sind wir hier weit weg. Ihr TV-Sonderpreis 169,90 Euro.
Und da behaupte ich jetzt einfach mal, das ist eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage für jedermann. Das ist wirklich für jedermann. Überlegen Sie mal, für nicht mal 200 Euro bekommen Sie eine komplette Photovoltaikanlage. Bei der 0% Mehrwertsteuervariante müssen Sie übrigens nur das Solarpanel fest bei sich installieren. Den Energiespeicher, den haben wir jetzt hier mal direkt rangestellt, aber den können Sie natürlich überall hin mitnehmen auf Ihrem Grundstück. Ich kann den dann nehmen und kann dann eben hier mal zum Beispiel unser Laptop mit versorgen. All diese Geräte bis zu 100 Watt kann ich damit versorgen. Und der Strom, den wir hier kriegen, ist der grünste Strom, den man sich vorstellen kann. Der ist absolut klimaneutral und CO2-frei, also auch nochmal was fürs gute Gewissen. Das ist jetzt so eine Anlage, die kann sich jeder leisten einerseits und andererseits ist die eben auch sehr einfach zu betreiben. Wenn Sie da Geräte anschließen, wie gesagt, können Sie die Tag und Nacht benutzen. Viele Photovoltaikanlagen, die meisten Balkonsolaranlagen, die funktionieren halt nur, wenn die Sonne scheint, während des Tageslichts. Hier wird der Strom, den Sie nicht benutzen, gespeichert in diesem Energiespeicher, dass er Ihnen eben auch abends und zu Nachtstunden zur Verfügung steht. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Die werden uns aus den Händen gerissen. Wir haben diese es ist eine Fensterbank-Solaranlage. Wir haben die jetzt so seit ein, zwei Monaten im Programm und sind äußerst beliebt, weil wir jetzt eben die Möglichkeit haben, sowohl preislich als auch ja installationsmäßig, dass das jeder selber bei sich installieren kann, ohne jetzt großen Platz dafür zu verschwenden. Übrigens, ganz, ganz einfach unter die Fensterbank anbringen. Ja, übrigens, das Kabel, das Sie sehen, das ist ja bei uns auch, das geht übrigens durch die Gummidichtung. Man muss da auch keine baulichen Veränderungen vornehmen und dann stecken Sie einfach Ihren Speicher ein. Was ich gerade beeindruckend finde, wie hochwertig diese 60 Watt Solarpanel sind, weil wenn wir mal ganz nah auf unseren Stromspeicher fahren, dann sehen Sie selbst, schauen Sie mal, sehen Sie das Blinken? Und das zeigt an, jetzt wird geladen. Das heißt, selbst unser künstliches Studiolicht gibt hier Impulse an die Solarpanel, um hier Strom aufzufangen. Bei richtigem Sonnenlicht ist das dann natürlich wesentlich stärker. Aber es ist eben die Möglichkeit, die so oft nachgefragt wird, weil gesagt wird, tagsüber bin ich die meiste Zeit, das gilt ja auch für uns, bei der Arbeit. Und wenn ich heimkomme, geht die Sonne schon unter. Ich kann Sonnenenergie nicht nutzen. Doch, können Sie, wenn Sie den Sonnenstrom eben speichern. Und man muss ja nicht direkt abnehmen, man kann das auch allein hier stehen lassen. Und abends, wenn man heimkommt, nimmt man es von der Fensterbank und betreibt eben diese Geräte oder lädt auch nur all seine Mobilfunk- und USB-Geräte damit auf. Und das, was du gesagt hast, ist da natürlich Fakt. Der Strom, der hier erzeugt und gespeichert wird, den Sie dann entnehmen, den müssen Sie nicht an Ihren Stromanbieter bezahlen. Man weiß nicht so genau im Moment, wo die Strompreise hingehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir nie wieder auf dieses tiefe Niveau kommen, wo wir noch vor 2 Jahren waren. Sie wissen das selber, da haben wir als mit 25, vielleicht mal 27 Cent pro Kilowattstunde gesprochen. Aktuell ist der Strompreisdeckel bei 40 Cent. Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt, aber ich weiß, dass Sonnenenergie ein Riesenthema ist und jetzt kann es eben jeder nutzen. Ja, jedes Watt, was Sie hier rausholen, brauchen Sie nicht Ihrem Energieversorger zu bezahlen. Das bleibt in Ihrem Portemonnaie und das ist natürlich super. Wir schauen mal bei Pearl.de, was Sie da heute sparen. Das ist nämlich sehr, sehr viel. Und da sehen Sie, Pearl.de schon sehr günstig in der 0%-Variante mit knapp 197 Euro. Aber exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer gilt dieser Sonderpreis noch, solange wir noch Vorräte des Sonderkontingents haben, von 169,90 Euro. Kommt natürlich auch hier in diesem Fall Porto und Versandkosten frei zu Ihnen. Das Einzige, was Sie machen müssen, das Solarpanel adäquat anbringen. Hier, wie bei uns zum Beispiel, an die Fensterbank, Kabel, welches dabei ist, durch. Speicher anschließen, der ist hier auch mit drin. Und hier sehen wir nochmal beide Bestellnummern. 19%, nochmal zur Erinnerung, wäre mobiler Einsatz, grob gesagt, oder gewerblich genutzt, dann ist es die NX2457 und die 569. Übrigens bekommen Sie auch da den TV-Sonderpreis, aber für die meisten wird natürlich die 0% Mehrwertsteuervariante in Frage kommen. Und dann ist die Bestellnummer die MW1035 und die 569. Wer es ein bisschen größer will, mit mehr Speicher Kapazität noch größere Geräte über Sonnenenergie betreiben will, da haben wir jetzt unsere derzeit beliebteste Fensterbank-Solaranlage. Da haben wir den Speicher erheblich vergrößert. Wir haben den Speicher erheblich vergrößert und vor allem die Leistung. Hier können wir jetzt nämlich Geräte bis zu 600 Watt anschließen. Watt ist so eine Zahl, das ist der Stromverbrauch, den Ihre Geräte brauchen. Das können Sie ganz einfach ablesen an
so einen kleinen Sticker, der muss in Deutschland auf allen elektrischen Geräten drauf sein. Hier unser Laptop brauchte so 70, 80 Watt. Unser Fernseher, den wir hier im Studio haben, braucht 150 Watt. So, jetzt können Sie an diesem Gerät Ihren Fernseher betreiben und das umsonst. Das müssen Sie sich mal vorstellen und können noch mehr Geräte anschließen. Ich kann dann auch noch vielleicht meine Spielekonsole anschließen und die einfach mal laufen lassen, ohne schlechtes Gewissen. Ganz, ganz einfach hier mit einer Fensterbank-Solaranlage. Auf dem Display, Sie sehen, das geht immer nach ein paar Sekunden aus, natürlich auch um Strom zu sparen, haben Sie ausgesprochen viel Informationen. Sie sehen, wie viel Watt rausgenommen wird, im Moment null. Und Sie sehen auch, wie lange hält denn der Strom noch, den ich jetzt hier drin habe. Aber mit der Kapazität, die wir hier haben, können Sie wirklich viele Stunden Ihre Geräte betreiben. Auch hier wird wieder der Strom automatisch eingespeist von der Sonne mit dem kleinen Kabel, was Sie einfach durchs Fenster ziehen. Das ist also wirklich auch klein und dünn genug, dass das die Fensterabdichtung weiterhin dicht hält. Das Ganze ist so komfortabel und einfach. Sie brauchen keinen Energietechniker, Sie müssen nicht studiert haben. Einfach zusammenstecken und dann können Sie hier Ihre Geräte dran betreiben. Und ich denke da jetzt gerade mal an größere Geräte eben auch hier. Mit 600 Watt kann ich auch schon mal Gartengeräte vielleicht betreiben, eine Heckenschere oder sowas. Das sind natürlich auch nochmal Luxussachen, dass ich die jetzt ganz einfach ohne Verlängerungskabel benutzen kann. Aber das Hauptargument ist natürlich, dass wir hier Solarstrom uns zunutze machen. Das ist Energie, die fällt den ganzen Tag vom Himmel. Und jeden Tag, den Sie warten, ist im Prinzip verschenkte Energie. Die könnten Sie einsammeln und dann eben tatsächlich nutzen. Und hier mit dieser Fensterbank-Solaranlage geht das wirklich für jeden. Also wenn man keinen Balkon hat, wenn man kein Dach hat, wenn man in einer Mietwohnung wohnt, wo man nur 3, 4 Fenster hat oder sowas, mit Sicherheit haben Sie eine Fensterbank und da kann man das ganz einfach drunter montieren. Ja, ein Kunde hat uns geschrieben, er ist im Homeoffice, wie viele mittlerweile, und betreibt eigentlich fast alles seiner Geräte auf dem Schreibtisch über diese Solaranlage und über diesen Speicher. Mit 600 Watt hat man genügend Kapazität. Das wäre sogar bei einem Desktop-Rechner der Monitor, der Laptop oder der Rechner, der Drucker, und wahrscheinlich reicht es auch noch für die USB-Geräte und auch noch für ein schönes Licht, was ich hier betreiben kann. Also versuchen Sie es einfach. Aber es gibt eben jetzt die Möglichkeit für jedermann, Solarenergie zu nutzen und auch zu speichern. Jetzt schauen wir auch hier auf pearl.de und da sehen Sie, da bekommen Sie wieder den absoluten Hammerpreis. Wir sind hier in der 0% Mehrwertsteuervariante bei knapp 454 Euro und für Sie ist der Preis 369,90 Euro. Und ich finde es toll, dass man jetzt nicht nur Immobilienbesitzer sein muss, man muss auch nicht mal einen Balkon haben. Eine Fensterbank reicht aus, um eben solche Solaranlagen zu nutzen. Und für mich der wichtigste Punkt ist auch, gerade für die Berufstätigen, dass ich den Sonnenstrom auch speichern kann. Und das ist für mich das Entscheidende. Jetzt hatten wir hier zugegebenermaßen kleinere Anlagen. Hier sehen wir übrigens beide Bestellnummern nochmal in der 19% Mehrwertsteuervariante, also gewerblich oder mobil eingesetzt, und in der 0% Mehrwertsteuervariante für privat genutzte Wohnräume, beziehungsweise wenn ich den Strom dort auch privat nutze, und angrenzende Gebäude, müssen wir auch immer sagen. Suchen Sie sich bitte das raus, was für Sie passend ist. So, jetzt waren wir relativ klein, jetzt werden wir schon erheblich größer. Da könntest du sogar mal einen langfristigen Stromausfall überbrücken mit dieser Anlage. Es ist im Prinzip wieder das gleiche Konzept, dass wir ein Solarpanel haben und einen Energiespeicher, aber jetzt sind wir richtig im großen Bereich schon. Hier können wir jetzt tatsächlich Geräte bis 2200 Watt anschließen. Das bedeutet, ich habe bei mir zu Hause mal nachgeguckt, ich habe kein Produkt, was ich hier nicht anschließen kann, kein elektrisches Produkt, was ich hier nicht anschließen kann. Meine Mikrowelle, ein Haartrockner, die ganz großen Energieverbraucher kann man hier mit speisen und die Installation geht ganz genau so einfach. Diana, du hast das ja schon mal installiert. Wie schwierig war das? Das war super einfach. Ich kann das dir noch mal demonstrieren. Willst du es noch mal zeigen? Diana geht jetzt rüber zu dem Solarpanel, was Sie dazu bekommen, und installiert eine Photovoltaikanlage bei Ihnen zu Hause mit mächtig Leistung. So einfach geht das. Man nimmt das Kabel, zieht es zu dem Energiespeicher. Es ist ein 5 Meter langes Kabel übrigens. Und jetzt haben Sie hier eine Steckdose, die funktioniert und von der Sonne gespeist wird. Obala. Die Anwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig. Auch hier haben wir wieder die 19% und die 0% Mehrwertsteuervariante. Reden wir mal von der 19% Mehrwertsteuervariante.
Wenn Sie das draußen benutzen wollen, beim Camping, im Schrebergarten, du hast auch Freunde, die haben Schrebergarten, die keinen Strom haben, ne? Ja, und natürlich, das ist immer so ein bisschen problematisch, aber hier mit solchen Powerpack, ja, sie haben kein Problem, zum Beispiel auch mein Vater, er hat auch sehr großen Garten und dort, er muss viel arbeiten, wir haben auch einen Pool, dort immer müssen wir mit diesem Wasser, ja, also das ist wirklich sehr schwierig, immer mit diesem Kabel hier, das ist wirklich eine Lösung, also ich glaube, das wird auch etwas Gutes für meinen Papa. Ja, aber guck mal hier, da warst du draußen und hast dann auf nichts verzichten müssen, ne? Ja. Du hast deinen Laptop benutzen können, deine Kühlbugs, einen Ventilator und da könntest du noch so viel mehr anschließen. Du kannst sogar einen Haartrockner anschließen. So stark ist dieses Powerpack. Und nochmal, es wird gespeist von dem Solarpanel. Die mobile Anwendung ist unglaublich populär hier, weil es eben so einfach ist. Und das Solarpanel ist zusammenfaltbar und lässt sich ganz normal und einfach transportieren. Sie können in die eine Hand können Sie das Solarpanel nehmen, in die andere Ihr Powerpack. Das war heute Morgen, da habe ich das mal demonstriert. Da bin ich aus meiner kleinen Wohnung rausgegangen und habe da eben mal... Es ist wirklich sehr einfach. Sie nehmen das Solarpanel in die eine Hand, das Powerpack in die andere Hand und dann kann man das eben aufklappen. Und das könnte ja jetzt überall auf der Welt sein. Das könnte überall auf der Welt sein. Ob das bei uns vor der Haustür ist oder auf dem Campingplatz am Gardasee oder was weiß ich. Denken Sie aber bitte dran, mobiler Einsatz, wenn Sie so planen, bitte mit 19% Mehrwertsteuer bestellen. Ganz, ganz wichtig. Oder auch, wenn Sie es gewerblich nutzen wollen. Aber genauso einfach ist es ja auch zu Hause. Auch die erste Installation, wenn ich dann zum Beispiel das Solarpanel irgendwo fest installiere, der Speicher bleibt ja weiterhin mobil. Der Speicher bleibt weiterhin mobil und ich finde das so genial, dass auch das Solarpanel sich zusammenklappen lässt, dass die Füße automatisch ausklappen, dass es genau im richtigen Winkel zur Sonne steht und dann kriege ich eben bis zu 240 Watt hier jederzeit rein. Ich kann natürlich gleichzeitig Strom entnehmen und das Powerpack laden und die Leistung hier ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, nicht nur die Leistung, sondern hier auch die Übersichtlichkeit, das wir uns gleich noch zeigen. Aber was ich auch schön finde, ist diese Akkutechnologie, die Langlebigkeit, die Leistungsstärke, die Umweltfreundlichkeit und die Sicherheit auch. Also man holt hier eigentlich ein modernes Photovoltaiksystem und holt sich damit auch Stromsicherheit. Ingo, jetzt gibt es immer noch welche und ich weiß, viele haben die Befürchtung, dass man mal in Zukunft häufiger Stromausfälle hätten. Ja. Auch dafür oder solche Stromausfälle nehmen eigentlich den Schrecken, wenn man sowas zu Hause hat. Ja, ganz genau. Sie können das ja bestellen, ob Sie es mit der 19% oder der 0% Mehrwertsteuervariante bestellen, ist beides gleich. Wenn Sie das bei sich aufgebaut haben, egal wo und das voll ist, haben Sie natürlich richtig viel Strom zur Verfügung, wenn mal Stromausfall sein sollte. Das ist eben der Vorteil hier von unseren Powerpacks. Die sind ausgesprochen kompakt und transportabel. Und das liegt eben auch an diesen, Sie haben das vorhin ganz kurz gesehen, die Vorteile dieser Akkutechnologie. Der Hauptvorteil dieser Akkutechnologie ist natürlich einerseits auch, dass sie sehr klein und kompakt sind. Das sind diese Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Wenn wir eine ältere Akkutechnologie hätten, wäre das Ding viermal so groß und 16-mal so schwer. Das ist jetzt transportabel. Die, ja, wie oft man das wieder aufladen kann, ist auch eine Sensation hier. 3000 Mal kann ich das wieder aufladen ohne Kapazitätsverlust. Da werden Sie sehr, sehr lange Freude dran haben. Und wie gesagt, diese Option, dass es gleichzeitig geladen wird und man entnimmt den Strom, ist natürlich ideal, sage ich mal, für die 0% Mehrwertsteuervariante, wenn ich das jetzt mal in einem Gartenhäuschen und in einer Garage aufbaue, das ist ja bei mir an angrenzenden Gebäuden, kann ich ja machen damit, und dann habe ich hier den Strom für diese Geräte alle hier umsonst, ohne Kabel zu verlegen. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Wenn ich in dieser Garage, wo jetzt hier unser Hausmeister seine schwere, schwere Kreissäge anschließt, wenn ich da eine Steckdose hinbauen lassen wollen würde, müsste das Beet aufgestemmt werden, da müssten die Wände eventuell aufgemacht werden. Es muss mit Sicherheit drin irgendwie an den Sicherungskasten gebohrt werden. Das kostet ein Wahnsinnsgeld und dann zahle ich immer noch den teuren Strom an meinen Energieversorger. Diese Anlagen, wenn Sie die benutzen, so zum Beispiel hier mit so einer Kreissäge, die rentieren sich selber innerhalb kurzer Zeit. Die Anschaffungskosten habe ich damit relativ schnell wieder raus. Guck mal hier, diese Kreissäge, fast 1800 Watt, ist überhaupt kein Problem
für unser Powerpack hier. Damit kann man diese Sachen alle betreiben. Und je mehr ich damit betreibe, je mehr ich den Strom, den Solarstrom benutze und nicht an meinen Energieversorger bezahle, desto mehr Geld spare ich natürlich. Weil diese Watt, die hier rauskommen, brauche ich nicht an meine Energieversorger zu bezahlen. Richtig. Und noch eine schöne Sache, man holt sich auch Stromsicherheit, auch das sichere Gefühl. Was hier auch ganz wichtig ist, das ist eine in sich geschlossene Strominsel. Das heißt, auch wenn ringsherum der Strom ausfällt, dann würden zum Beispiel herkömmliche Photovoltaikanlagen oder Balkonsolaranlagen nicht funktionieren, weil die Netzspannung als Grundlage brauchen. Das funktioniert immer. Und auch diese Photovoltaikanlage bekommen Sie zum absoluten Hammerpreis. Hier können wir sogar sagen, im Vergleich zu Pearl.de bekommen Sie das Solarpanel geschenkt. Das hier ist jetzt aktuell in diesem Moment der Preis nur für den Stromspeicher auf Pearl.de. Und Sie sehen 1680,66 €. Und jetzt schauen Sie unseren Preis an. Der ist der Stromspeicher, 5 Meter Anschlusskabel, alle Adapter, die Sie brauchen und das Solarpanel. Also wir können hier jetzt eigentlich sagen, Solarpanel geschenkt. Richtig. Und wenn ich das zu Hause einsetze, dann legen Sie es einfach bei sich aufs Gartenhäuschen. Betreiben Sie da Ihre Gartenpumpe, Ihre Teichpumpe mit, Ihre Außenbeleuchtung. Oder wenn Sie mal draußen irgendwie arbeiten wollen, nehmen Sie den Strom hiervon. Das lohnt sich. Sie können den auch in den Keller stellen und irgendwie das Solarpanel draußen anbringen und dann Ihre schweren, großen Energieversorger mit betreiben. Es lohnt sich wirklich hier, den Solarstrom zu benutzen. Und natürlich dürfen Sie auch den Strebergarten mit Strom ausstatten oder das Bootshaus oder wo auch immer Sie es einsetzen wollen, vielleicht auch Caravan, also auch Wohnmobile, dann bitte die 19% Mehrwertsteuervariante wählen. Das ist die ZX3216 und die 569. Und für alle, die es zu Hause fest einbauen, dann gilt die 0% Mehrwertsteuervariante mit der Bestellnummer MW1003 und der 569. Jetzt, wer sagt, wenn, dann will ich gleich das größtmögliche an Speicher. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten und das ist wirklich mal eine Stromgranate. Ja. Ja, als ich das gesehen habe, konnte ich es nicht glauben, was wir hier für Leistung haben. Lass uns mal rübergehen zu dem. Das ist nämlich das gute Stück. Sie bekommen hier den Stromspeicher und die beiden Solarpanel zusammen hier in diesem Paket und das auch wieder zu einem Wahnsinnspreis. Die Leistung, die hier rauskommt, ist 3600 Watt. Das ist ein kompletter Stromkreis bei Ihnen zu Hause. Alles, was Sie an einem Stromkreis bei sich zu Hause haben, können Sie jetzt mit Solarenergie speisen bzw. mitnehmen und mobil betreiben. Dieser Energiespeicher wiegt 40 Kilo. Sie sehen, wie einfach Diana den hin und her rollt. Der hat nämlich auch noch diese Trolley-Funktion. Vorne haben wir 5 Steckdosen, die wir alle gleichzeitig benutzen können. Auch hier wieder, natürlich, es wird gleichzeitig geladen und Strom entnommen. Und den Strom, den Sie nicht benutzen, der lädt hier unser Powerpack wieder auf. Auch hier haben wir 2000 Ladezyklen vom Hersteller garantiert. Das heißt, da können Sie lange, lange, lange Zeit was von haben. Das ist diese Ladezyklen, das ist so eine Sache. Sie kennen das von Ihrem Handy, von Ihrem Laptop, von Ihrem Tablet. Wenn man das kriegt, dann hält das immer eine bestimmte Zeit. Mein Handy hat, glaube ich, 14, 15 Stunden gehalten am Anfang. Jetzt, nach 2, 3 Jahren, hält es noch 4, 5 Stunden, wenn ich Glück habe. Das hier hat 2000 Ladezyklen und immer noch die gleiche Leistung, die gleiche Dauer, mit der ich da Strom entnehmen kann. Sie müssen sich das mal wirklich überlegen. Sie kriegen einen kompletten Stromkreis hier elektrisch. Und zwar mit sauberem Strom, wie bei allen unseren Geräten. Das heißt, da können Sie auch komplizierte elektrische Geräte anschließen, ohne dass die kaputt gehen oder mucken. Wir haben das ausprobiert. Es geht wirklich sehr, sehr, es ist der gleiche Strom, den ich zu Hause aus der Steckdose bekomme. Es ist eine geniale Lösung. Für die 0% natürlich einfach aufs Gartenhaus, auf die Garage, egal wohin, installieren Sie die beiden Solarpanel, kriegen ein langes Anschlusskabel, was Sie dann eben mit dem Stromspeicher verbinden. Und dann haben Sie hier zum Beispiel in diesem Gartenhaus einen kompletten Stromkreis wie zu Hause zur Verfügung. Der Strom steht Ihnen zur Verfügung, Sie können dort Geräte betreiben und natürlich im Falle eines Stromausfalls kabel ich den einfach ab und nehme den Stromspeicher dann mit nach Hause ins Wohnzimmer meinetwegen. Ich kann dann weiter Licht haben, ich kann weiter Fernsehen gucken, sehen, was überhaupt los ist. Ich kann Internet haben, ich kann meine Heizung betreiben. Alles, was ich in der Küche habe, kann ich hier dran betreiben, außer meinen E-Herd. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, all diese Sachen kann ich jetzt hier tatsächlich mobil
mitnehmen oder eben komplett Solar betreiben zu Hause. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist Leistung, die normalerweise nur mit einem Notstromaggregat, einem Benzinverbrennermotor möglich ist, der unglaublich viel Krach macht, der Abgase verursacht, den man draußen hinstellen muss. Den können Sie einfach nach drinnen stellen und dann steht Ihnen hier die komplette Leistung 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Ganz tolles Display natürlich auch, wieder aussagekräftig, wie viel Watt nehme ich gerade raus. Alle möglichen Anschlüsse natürlich auch USB und 12 Volt. Es ist ein unglaubliches Gerät hier. Mit dieser Leistung habe ich nicht für möglich gehalten. Und das ist Sicherheit, das ist Komfort, das ist ja einfacher geht es ja nun wirklich nicht. Das ist alles hier in dieser Kombination drin. Nochmal, Sie kriegen alles zusammen, das komplette Solarkraftwerk, brauchen keinen Energieberechner. Sie stecken das einfach zusammen und haben dann hier diese fantastische Stromquelle. Ja eben, es geht ja immer noch die Legende um, wenn ich Photovoltaikanlagen installieren will, brauche ich irgendwelche Techniker, die mir das Ganze anschließen oder aufbauen. Nein, brauchen Sie bei diesen Anlagen nicht, bei allen vieren, die wir Ihnen gezeigt haben, die können Sie ganz alleine zu 100% installieren. Und ab der ersten Sekunde, sobald die Sonne scheint, erzeugen Sie Ihren eigenen Strom. Das ist nicht nur umweltverträglich, sondern bei diesen Stromkosten, die wir jetzt gerade haben, wo man ja nicht so genau weiß, wo sich die hinentwickeln, auch bitter notwendig für viele. Einmal investieren und dann hat man die nächsten 10, 20 Jahre sein eigenes Sonnenkraftwerk und Sie entscheiden eben, wie groß Ihr Sonnenkraftwerk ist. Ingo, hier haben wir noch eine Option, die mich auch begeistert, die vielleicht für den einen oder anderen auch interessant ist, diese Notstromoption. Ja, Notstrom natürlich, wenn es am Solarpanel hängt, haben Sie plötzlich immer Strom. Ganz egal, was draußen passiert, es ist auch wieder eine Insellösung. Wenn Sie das allerdings zum Beispiel so aufbauen, wie wir es hier gemacht haben, das heißt, Sie schließen das an eine Steckdose an und dann meinetwegen eine Kühl-Gefrier-Kombination, ist ja auch sehr wichtig, dass da immer Strom ist, da sind ja Werte drin. Wenn dann der Strom ausfallen sollte, kein Stecker mehr zur Verfügung, Stromausfall, dann springt dieses Gerät innerhalb von 10 Millisekunden ein und versorgt Ihre Geräte weiter mit Strom. Mit dem Solarpanel zusammen brauchen Sie sich darüber allerdings sowieso keine Sorgen zu machen. Aber wenn Sie es an der Steckdose haben, wird der Strom normal durchgeschleift und dann springt er innerhalb von 10 Millisekunden an. Wir haben das mal ausprobiert mit einem Fernseher, der ist nicht ausgegangen, man hat es nicht gesehen. Wir haben es probiert mit einer Bohrmaschine. Bohrmaschine denkt man ja gar nicht, aber das sind auch sehr empfindliche Geräte, die auf Stromunterbrechungen auch reagieren. Die hat auch ganz normal weiter funktioniert. Also es ist eine unglaublich tolle Kombination und jetzt ist genau die Zeit, wo Sie zuschlagen sollten. Wir haben den TV-Sonderpreis, wir haben es lieferbar. Wir sehen, dass die Anfragen wahnsinnig nach oben gehen. Klar, der Sommer steht an, alle machen sich Gedanken über Solar und wollen das mitnehmen. Jeder Tag zählt ja im Prinzip. Und wir haben es lieferbar und Sie können viel, viel Geld sparen. Hier einfach mal aufs Dach, dann eben das Powerpack nach drinnen mit den Kabeln. Sie kriegen ja alles mit dazu, es wird nur zusammengesteckt. Und wenn Sie dann große Stromverbraucher, meinetwegen Ihre Waschmaschine, Ihre Trockenmaschine, Ihre Spülmaschine, Ihre Klimaanlage, all diese Sachen können Sie jetzt umsonst betreiben. Klimaanlage ist so, auch so eine Sache, weißt du? Die brauchen wahnsinnig viel Strom. Und Bekannte von mir haben eine Klimaanlage, die haben die letztes Jahr mal hier 10 Minuten angemacht, mal da 10 Minuten angemacht. Jetzt können Sie die umsonst betreiben, ohne schlechtes Gewissen. Man hat ja sonst immer ein schlechtes Gewissen, aber ich weiß gar nicht, wo man heute noch Strom sparen soll. Wir machen das alle seit Jahren, immer das Licht aus, sehen, dass alle Geräte vom Strom getrennt sind. Aber hiermit kann man sich eben wieder seine Freiheit zurückholen, sage ich immer. Ja, seinen eigenen Strom erzeugen und nochmal der Strom, den Sie hier durch die Sonne erzeugen lassen im Prinzip, den müssen Sie nicht an Ihren Netzanbieter bezahlen. Viele haben ja auch Angst und ich merke das ja auch in Gesprächen, selbst hier in der Firma. Ja, was kommt nächstes Jahr, wenn dann die Jahresabrechnung kommt? Was ist mit dem Strompreisdeckel? Wie viel muss ich nachzahlen? Und diese Angst nimmt man sich hiermit auf. Sollte es dann irgendwann mal zu einem Stromausfall kommen, hat man auch die Sicherheit für sich und natürlich auch für seine Familie, dass man eben Notstrom hat. Und den einen Punkt, den finde ich auch noch wichtig, weil viele weichen ja aus zu Notstromaggregaten, also zu Verbrennungsmotoren, die muss man immer draußen betreiben. Das hier ist etwas, was ich sogar mit ins Schlafzimmer neben das Bett stehen könnte und betreiben könnte. Es macht fast keine Geräusche, also ein leichter Lüfter bei Maximalbelastung und vor allem keine Abgase. Also, die
perfekte Lösung, um jetzt aktuell Geld zu sparen, um sich abzusichern und um langfristig Freude dran zu haben. Und auch hier haben wir natürlich wieder den TV-Sonderpreis für Sie. Und auch hier gibt es natürlich wieder diese zwei Mehrwertsteuervarianten. Es gibt die 19% Mehrwertsteuervariante und die 0% Mehrwertsteuervariante, also mobiler gewerblicher Einsatz 19%, zu Hause fest installiert 0%. Jetzt haben Sie vier Anlagen gesehen, von der kleinen, aber feinen Balkonsolaranlage, Fensterbank-Solaranlage bis hin zum großen Stromspeicher. Sie sehen, es ist möglich, Solar, also die Sonne, für sich arbeiten zu lassen. Also tun Sie das.